Hallo und herzlich willkommen zurück bei Assassin's Creed Mirage. Wir sind gerade in einem Tempel, unter dem Tempel, in Alamut, haben Roshan in der letzten Folge bekämpft und sind jetzt hier gelandet. Und hier gibt es zwei Türen, die wir öffnen möchten. So, unten oder oben. Die Frage ist, womit fangen wir an? Ich bin versucht, die obere Tür erstmal zu nehmen. Wie? Da ist ja ein Abgrund. Wieso ist der da so? Da komme ich doch im Leben nicht rüber, sag mal. Da komme ich doch im Leben nicht rüber. Und wenn ich da runterfall, bin ich, glaube ich, ein bisschen kaputt. Ein bisschen tot vielleicht. Okay, Moment. Ich bin doch nicht versucht, die obere zu nehmen. Ich bin versucht, die untere zu nehmen. Vielleicht kommen wir da besser hin. Irgendwie, ja, von hier aus, glaube ich, kommen wir da ganz gut hin. Das sieht mir aus wie ein Weg, den man gehen kann. Oh, Gott sei Dank. Okay. Mihral, sieh mal hier drin. Fokus. Ja, danke. Das ist mir noch nicht aufgefallen, dass da zwei Symbole sind. Also, einmal das hier und einmal das weiter oben. Nihal, bitte sprich mit mir. Alter, was geht denn mit der ab? Okay, irgendwas passiert mit Nihal. Da bin ich mir jetzt ziemlich sicher. Was ist das? Ich kenne diesen Ort. Nihal? Das kann nicht sein. Woher kenne ich das? Das ist Teil der Wirklichkeit, Basim. Auch ich bin Teil der Wirklichkeit. Du hast ihn getötet! Es war deine Idee, aus dem Palast zu stehlen. Genug! Lass mich hier raus! Wie? Was? Was bist du? Sieh! Schau es dir selbst an! Ich bin ehrlich, ich verstehe gerade nur Komm ein bisschen Bahnhof. Dich! Du wagst es, dich zu verstecken? Nach allem, was ich durchgemacht habe? Wo bist du? Was passiert da gerade? Also Nihal existiert nicht oder ist ein Teil der Vergangenheit?
Der Djinn aus meinen Träumen. Die Gestalt aus diesen Visionen. Sie sind ein und dasselbe. Ist es das, was ich sehe? Erinnerungen aus einem lang vergangenen Leben? Sind es die meinen? Erscheint mir der Djinn deshalb zu echt. Mein Folterknecht. Die Quelle all dessen, was mich plagt. Wenn dem so ist, muss ich mich dir stellen. Oh Gott. Ich rieche Bosskampf gegen den Djinn. Nein. Warum sehe ich das? Gute Frage. Wüsste ich auch gerne. Nächste Frage. Wo müssen wir jetzt nächstes hin? Da, okay. Da ist der nächste rote Punkt. Ich meine, das sind ja scheinbar... Dieser Ort. Wenn ich ihn durchschreite, sehe ich nur die Erinnerungen, die meine Seele erbeben lassen. So wollte ich es nicht ausdrücken, aber... In der Not war mir der Djinn immer am nächsten. Diese ja. Diese unnachgiebige Angst. Sie lässt mich in meinem schwächsten Moment erstarren. Ich will gerade sagen, all das hier sind wahrscheinlich die Menschen, die wir verloren haben, die wir umgebracht haben eventuell als Assassine. Und die roten Dinger hier sind jetzt wahrscheinlich unsere härtesten Erinnerungen, also die miesesten. Da war jemand mit einer Maske. Wer das war, keine Ahnung. Vielleicht das erste Ordensmitglied, das wir erledigt haben vielleicht. Oder auch eins aus einem anderen Leben. Woher er stammt. Oder warum er mich heimsucht. Doch ich beginne mich zu erinnern. Ich bin in einer kalten Zelle. Flehe darum, dass es aufhört. Noch einer mit einer Maske. Der ich einst war, mag Vergeltung suchen. Doch wenn ich diesen Schmerz überwinden soll, dann will ich nichts als Frieden. Mhm. Ich muss gestehen, ich kann die ganzen Zusammenhänge noch nicht so richtig greifen. Ich meine, klar, hier sehen wir überall Ordensmitglieder. Es wird Zeit, dem ein Ende zu setzen. Oh Gott. Ich habe Angst, ich will nicht gegen den Djinn kämpfen. Okay. Und jetzt kommen wir dahin, wo auch immer das ist. Was auch immer das ist. Meine Zelle. Ah. Ich bin fast da. Okay. Kein Zurück. Okay. Er kann den Djinn hören. Dann sag mir doch mal, wie komme ich denn da hin? Muss ich da jetzt einfach... So, Geronimo? Oh, yep. Ich muss einfach Geronimo machen und springen und oh Gott. Ich kenne dich jetzt. Ich sehe dich als das, was du bist. Bild aus einem anderen Leben. Und dort wirst du auch bleiben. Oh
ist vorbei. Nein, Basim. Das hier ist erst der Anfang. Für uns. Das, was vor uns liegt. Ein tieferes Verständnis für die Welt, die hinter uns liegt. Und unseren Platz darin. Mein ganzes Leben rang ich damit, wer ich war. Wer ich sein sollte. Und da warst du. Die ganze Zeit. Der Teil von mir, dem ich mich widersetzte. Eine Spiegelung dessen, was wir einst waren. Und was wir wieder sein werden. Uns erwartet so vieles. Eine neue Welt. Ich zeig sie dir. Ich werde dich nie wiedersehen, oder? Werde ich allein sein? Du bist niemals allein. Viel Zeit ist vergangen. So wie er gerade klingt, sehr viel. Er klingt, als hätte er graue Haare. Okay, hat er doch nicht. Und das sieht mir doch sehr stark nach Ende aus. Sehr, sehr stark nach Ende. So, die Bruderschaft ist, ja, was heißt gerettet? Weiß ich nicht. Ist sie gerettet? Ach, und Roshan lebt tatsächlich. Es ist vollbracht. Du hast deine Wahl getroffen. Nun treffe ich meine. Leb wohl, Roshan Bint La'ahad. Es war mir eine Ehre. Komm, Basim. Wir haben viel zu besprechen. So sei es, Mentor. Ich meine, es sieht schon gut aus, ne? So, ist schon schick. Und das Vögelchen ist süß. Die Erinnerung, die ich begrub an diesen Ort, dieses Gefängnis. An die Qualen, die ich hier erlitt. Jahrelang schwelte sie in der Dunkelheit und meinen Träumen. Im Gewand eines Djinns, der mich heimsuchte, zersetzte, bis er auch meine Wachenstunden verschlang.
Doch ich stellte mich der Vergangenheit, dem Schmerz, nahm ihn an. Einst legte ich meine Haut ab. An einem anderen Ort, einer anderen Zeit. Nun bin ich wieder ganz. Ich erinnere mich. Und jene, die mich in Ketten legen wollten. Sollte noch jemand von ihnen auf Erden wandeln, so freue ich mich auf unser Wiedersehen. Doch bis zu jenem Tag wartet eine neue Welt. Ja, und damit haben wir fertig. Ich spule mal vor. Ja, das war Assassin's Creed Mirage. Ich weiß ehrlich gesagt gar nicht, was ich jetzt sagen soll. Also, so jetzt am Ende, die Story hat sich für mich persönlich jetzt nicht so krass zusammengefügt. Also, ich habe verstanden, klar, Nihal war... Ja, war sie nur ein Hirngespinst? War sie ein Teil von Basim selbst? Ich glaube eher, sie war ein Teil von Basim selbst. So gerade in der letzten Sequenz, wo sie und er ja die Bewegungen alle gleich gemacht haben. Also, das war, glaube ich, schon relativ eindeutig, dass sie ein und dieselbe Person eigentlich sind, vermute ich. Und klar, Basim hat schon vorher Leben gelebt und der Djinn kam von dort. Das ist ganz toll, wundervoll. Aber was wollte der Orden jetzt mit dem Wissen? Mal so ganz blöd gefragt, was wollte der Orden mit dem Wissen anstellen? Oder hat der Orden auch vorherige Leben gelebt und hätte die dann selbst gesehen? Das weiß ich natürlich nicht. Auf jeden Fall muss ich sagen, das Spiel war ganz cool eigentlich, würde ich sagen. Die Story war, ja, war in Ordnung. So, war jetzt keine mega überragende Story. Und, aber war unterhaltsam. So, die Steuerung hat mich manchmal auf die Palme gebracht. Aber ich würde trotzdem sagen, alles in allem ein solides Spiel. Also, kann man gut machen. Dauert auch nicht so lang, also nicht zu lang. Wobei ich sagen muss, die längeren Assassin's Creed, jetzt die drei Vorgänger, glaube ich, haben mir noch einen Ticken besser gefallen, einfach weil sie noch ein bisschen mehr RPG-Charakter hatten. Was mir persönlich halt immer sehr, sehr gut gefällt. Aber trotzdem, es war schon ganz cool. Es war schon ganz cool. Und ja. Ich bin gespannt, ob nach den Credits noch irgendwas kommt. Wenn sie denn mal durch sind. Das weiß man ja immer nicht. Hallo? Credits? Alter, haben da viele Menschen mitgearbeitet. Ich finde das immer wieder so erstaunlich, wie viele, viele Menschen mitarbeiten an einem Spiel. Ich finde, das merkt man immer gar nicht, aber das sind so krass viele. So. Okay, haben wir es jetzt vielleicht demnächst mal? Und wow. Sehr viele Sprecher. Ja, okay. Ja, also, ne, auf jeden Fall sehr cooles Spiel an sich. Wird jetzt nicht unbedingt mein neues Lieblingsspiel werden, aber ich bereue es nicht, es gespielt zu haben. So. Ich meine, okay, jetzt kommen hier die ganzen verschiedenen Versionen rum. Und bei so einem Spiel, klar, gibt es natürlich sehr viele Versionen sprachlich. Und ich würde sie eigentlich trotzdem ganz gerne einmal durchlaufen lassen. Auch wenn es dauert. Sehr lange dauert. Weil sehr viele Leute geehrt werden müssen. Verständlicherweise. Alter, arbeiten da viele mit an so einem Spiel. Ich meine natürlich auch vieles im Hintergrund, aber... Holy moly, das sind sehr viele. Na gut, Ubisoft ist ja auch ein Riesenladen, darf man natürlich nicht vergessen, dass es wirklich ein riesiger, riesiger Laden ist.
Aber ich frage mich manchmal bei den Credits so, wer lässt die wirklich alle komplett durchlaufen? Und vor allem, wenn du die nicht beschleunigen kannst und das dann solche sind oder wenn du sie nicht überspringen kannst, dann hängst du da locker 10, 20 Minuten, jetzt mal blöd gesagt, irgendwie in den Credits und kannst dann nicht raus. Ich verstehe, dass man den Leuten natürlich den Tribut zollen muss, von wegen, schön, dass du mitgearbeitet hast. Also, ne, ist wirklich, finde ich absolut beeindruckend, wie man so ein ganzes Spiel irgendwie auf die Beine stellen kann. Aber so als Spieler, muss ich sagen, ist so, wenn du dann wirklich 10, 20 Minuten Credits durchlaufen siehst und keine Möglichkeit hast, die irgendwie zu überspringen, ohne da den Fortschritt irgendwie auch vom Spiel zu verlieren. Ich glaube nicht, dass das hier in dem Fall so wäre tatsächlich, aber das finde ich dann immer so ein bisschen, weiß ich nicht. Weil im Endeffekt, die Leute wissen auch so, dass sie da mitgearbeitet haben. In der Regel. Und sind wir mal ehrlich, wer liest sich die Credits wirklich durch, wenn sie durchlaufen? Zeig mir einen, der das macht, der sich die Credits wirklich zu 100% durchliest, jeden einzelnen Namen. Ja. Das sind sehr viele Namen, die hier durchlaufen. Okay, wir sind bei der Musik. Wenn ich mich nicht irre, kommt die Musik immer relativ am Ende. Bitte? Oder auch nicht? Hallo, Credits. Auch Respekt an jeden von euch, der sich die Credits mit anguckt und nicht dieses Kapitel überspringt. Muss ich auch mal so sagen. Zumal ich sie ja im Endeffekt auch nur durchlaufen lasse, um zu gucken, ob danach noch was kommt, um ehrlich zu sein. Weil ich weiß es natürlich nicht, woher. Ich möchte sie aber halt irgendwie trotzdem nicht abbrechen. So. Ich möchte sie nicht abbrechen. Ich möchte sie einmal durchlaufen lassen. Auch wenn das lange dauert. Sehr lange dauert. Aber ich möchte trotzdem gucken, ob danach vielleicht noch irgendwie so ein kleiner Epilog oder so kommt. Das hat man ja manchmal in irgendwelchen Spielen, dass nach den Credits noch was kommt. Und ich habe schon häufiger den Fehler gemacht, dass ich gesagt habe, so, Credits vorbei, gut, schön. Dann mache ich jetzt mal aus, hör mit der Aufnahme auf und dann kam doch noch was. Deswegen beuge ich dem jetzt einfach mal vor, rede mich um Kopf und Kragen, falls man es merkt. Ja, ich weiß ja nicht. Alter, wie viel kommt denn da noch? Leute! Schreiben die auch ihre Essenslieferanten damit rein? Es ist ja unglaublich. Es ist ja unglaublich. Vor allem, mir stellt sich auch gerade die Frage, muss man diese ganzen Leute mit reinschreiben in die Credits? Also gibt es da irgendwelche, also es gibt bestimmt irgendwelche Richtlinien dafür, oder? Und muss man wirklich jeden Einzelnen, der da vielleicht mal, weiß ich nicht, irgendwas gemacht hat, der vielleicht einfach mal einen Blick aufs Cover geworfen hat und gesagt hat, ja, passt, muss man jeden reinschreiben? Also, das ist jetzt keine urteilende Frage, sondern tatsächlich einfach eine ernst gemeinte, weil ich keine Ahnung davon habe. Und es mich sehr erstaunt, wie viele Leute hier sind. Sehr, sehr viele Leute. Sehr viele Studios natürlich, dass die erwähnt werden, ist klar. Okay. Ja. Wenn sowas kann ich ja noch verstehen. Irgendwie. Dass das ganze Gebimse damit rumkommt. Thank you.
Und da sind wir am Ende. Hammer. Oh, das war viel. Das waren sehr viele Credits. Aha, okay, wir können neues Spiel plus machen. Das ist wundervoll, das machen wir aber nicht. Aha, Aufträge. Ein neuer Auftrag ist verfügbar. Schau mal einer, guck. Und wenn ich mich nicht irre, haben wir auch noch eine einzige Quest offen, nämlich. Eine haben wir nämlich noch offen, und zwar hier, die. Mit dem Buch. Uns fehlt eigentlich nämlich noch ein einziges Buch. Ausschau nach einem letzte Buch halten. Die Frage ist halt, wo soll das sein? Ich habe keine Ahnung, weil wir haben alle Bücher. Hier ist nirgendwo, wo noch irgendwas steht, von wegen unentdeckt oder irgendwas unvollständig. Deswegen, ich habe keine Ahnung, wo das letzte Buch sein soll. Und in Alamut habe ich es jetzt nicht gefunden. Ich weiß nicht, hätte man es eventuell in Alamut finden können? Mal so blöd gefragt. Oder finden wir das jetzt vielleicht mithilfe des letzten Auftrages, den wir noch annehmen können? Ups. Deswegen, wir laufen da einfach mal hin. Wenn es schon heißt, es gibt noch einen neuen Auftrag für uns, machen wir den natürlich. Den machen wir natürlichement. Hallo? Basim? Geh bitte an Land. Achso, da war ein Boot, okay. Da kämpfen Leute. Da kämpfen Leute! Ja, geiler Scheiß. Hallo, guck mal. Ich mach mit. Lass meinen Kollegen in Ruhe, bitte. Dankeschön. Gern geschehen. So. Haben wir geholfen. Gehört sich so. So. Es gibt einen neuen Auftrag. Wo war denn hier eigentlich nochmal der Eingang? Hier war der Eingang, ne? Ja. Kuckuck. Da sind neue Aufträge an der Tafel. Habe ich gesehen. Also mitbekommen. Apropos neue Aufträge. Hallo. Hatten wir eigentlich... Ja, geh weg. Ich würde gerne... Sieh dich um. Hatten wir hier alles eigentlich komplett? Konnten wir nicht... Da! Das kann ich immer noch nicht freischalten. Ich glaube, es hackt. Genug gesehen. Okay, scheiße. Eure Hilfe... Muss ich mal so deutlich sagen. Mist. Gut, dann gucken wir uns erstmal an, was wir hier jetzt für Aufträge haben. Für einen Auftrag haben. Eine Tänzerin wird schlecht behandelt, bringen sie in Sicherheit. Keinen Schaden nehmen. Ja, ich verspreche nichts. Warum kriegt man denn jetzt noch einen Auftrag? Frage ich mich. Frage ich mich sehr. Tatsächlich. Okay, die ist... Aha. Irgendwo beim Palast. Aha. Schnellreise nicht verfügbar. Warum nicht? Warum darf ich da nicht hin schnellreisen? Ist hier Schnellreise verfügbar? Aha, okay. Wahrscheinlich, weil es ein Sperrgebiet ist. Lehne ich mich mal so weit aus dem Fenster. Gut, die große Preisfrage ist dann natürlich wieder, wie kommen wir in diesen Palast rein? Und finde ich auf Anhieb die richtige Stelle oder eher nicht so? Ich tendiere zu eher nicht so. Leider. Ich meine, ich weiß theoretisch, wie man da hinkommt. Einigermaßen. Also da ist irgendwo ein Loch in der Mauer. Ich weiß nur offen gestanden gerade nicht mehr wo. Ach, wirklich? Was so, ist ich... Okay. Ich dachte vielleicht, mein Vögelchen kann mir helfen. Tut es aber nicht. Hier komme ich nicht rum. Schade. Hätte ja klappen können. Also laufe ich einmal wieder hier lang, bis ich irgendwo das Loch in der Wand finde. Warte, die Tür habe ich doch eigentlich aufgemacht, ne? Eigentlich hatte ich diese Tür aufgemacht.
Aber scheinbar zählt das nicht mehr. Schade eigentlich. Aber irgendwo hatte ich Türen aufgemacht. Früher mal. In einem anderen Leben, könnte man sagen. Und irgendwo war hier ein Loch in der Wand. Ein Riss in der Mauer. Durch den Basim sich grazil durchzwängen konnte. Ah, ich erinnere mich an diese Stelle, glaube ich. Komme ich von hier auch dahin? Nee, kann ich nicht. Geht gar nicht. Wo ist das Loch in der Mauer? Show me. Für dich gibt's hier nicht. Hey, die Tür ist offen. Aber ehrlicherweise, ich muss da nicht unbedingt so durch. Ich finde den Riss in der Mauer nicht. Wo ist dieser gottverdammte Riss? Sag mal. Okay. Okay, dann machen wir das. Meint ihr, das klappt so? Das lassen wir unkommentiert. Das war ja dumm. Anstatt, dass er sich diese Stange greift? Nein. Wozu? Gegenspringen. Das ist das neue Assassin-Dasein. Ich weiß es nicht. Wie bescheuert. So, da vorne ist der Riss in der Wand. Na, endlich. Da vorne ist er. Ich glaube, jetzt sind wir einmal um den Palast rumgerannt. Kann das sein? Nächstes Mal renne ich einfach in die andere Richtung. Gut, aber wenigstens sind wir nah an unserem Zielort. Hey, die zwei kenne ich. Die habe ich schon mal getötet. Und zwar auf exakt genau die gleiche Art und Weise. So. Aber wie es aussieht, sind hier etwas weniger Wachen unterwegs? Fragezeichen. Zumindest stehen da vor der Tür gerade keine. Oh, und da sind Menschen. Na super. Ich meine, im Endeffekt, ich bin auch ein Mensch. Ich bin ja eigentlich auch nur ein kleiner Mensch. Gut. Dann verschwenden wir einfach mal nicht unsere Zeit darauf, die Wachen zu töten. Bin gar nicht hier. Ich sag doch, siehst du? Ich bin gar nicht hier. Ich bin untergetaucht. Scheinbar nur nicht schnell genug. Ach, leck mich doch im Hosenbund. Aber da kennt er mich. Klar. Ihr habt alle gesehen, der hat mich angegriffen. Alle haben es gesehen. Ich wurde angegriffen. Schnauze. So, also kein Schaden nehmen hat schon mal nicht funktioniert. Ist aber okay für mich. Ah. So, Erkundungsgebiet. Ich muss die Tänzerin finden. Vielleicht sollte ich erstmal irgendwie anonym werden. Hab sie gefunden. So. Aber erstmal sollten die Leute mich halt nicht mehr sehen. So. Hey, Herr Jamal. Hey, hat Jamal schon bezahlt? Mir schuldet er auch was. Langsam glaube ich, wir sollten ihm etwas Druck machen. Oh. Okay, den Typen interessiert das überhaupt nicht, dass ich hier bin und pfeife. Vergesst mich einfach. Aber den da hinten interessiert das, dass ich da bin. Mist.
Jasmin? Leise, sonst hören dich noch die Wachen. Jasmin könnte im Empfangsraum im zweiten Geschoss sein. Okay, Empfangsraum, zweiter Geschoss. Zweites Geschoss. Natürlich. So, und um dahin zu kommen, muss ich an den Wachen vorbei. So, kommen Sie ran, guter Mann. Augenblick! So, einer weniger. Wo ist der Kollege, der hier die ganze Zeit rumrennt? Da kommt er, okay. Auf den warte ich einmal kurz, bis der an mir vorbeikommt. Was er nicht vorzuhaben scheint. Ah, ich krieg doch die Henne. So, keiner gesehen. Genauso wenig wie das da. Oh, da ist noch einer. Guck mal. Ja, Schnauze, Kollege. Jasmin? Bist du blind? Ich sehe nicht aus wie sie. Versuch es oben. Gut, wir versuchen es oben. Wussten wir zwar jetzt schon vorher, aber ich dachte, ich spreche mit der anderen auch nochmal. So. Versuch es. Ohohoho, Ben! Sü. Die Frage ist, wo versuchen wir das jetzt hier oben? Hier machen wir unseren super mega hammer tollen Blick. Ah, da auf der anderen Seite natürlich. Wo sonst? Da sind auch noch Tänzerinnen. Aber sagte die eine nicht was von zweites Geschoss? Das sie müsste ja eigentlich das erste sein. Oder zählt hier das Erdgeschoss auch als das zweite, erste Geschoss? Ich Jasmin. Weiß es nicht. Jasmin? Ich weiß nicht. Versuch es doch ein Zimmer weiter. Okay, ein Zimmer weiter. Dann ist doch bestimmt da das ist nicht Jasmin. Das ist dann vielleicht Jasmin. Jasmin? Endlich! Meine Gebete wurden erhört. Du wirkst, als könntest du mich in Sicherheit bringen. Folge mir. Gut. Ruf die Wachen! Lass die nicht entwischen! Ich schleiche ihr einfach mal ganz langsam und leise hinterher. Sie kommen. Kümmere dich um die Wachen, während ich die Tür in diesem Gang aufsperre. Du kannst nicht fliehen. Achso, ich soll mich um die Wachen. Süß. Ja, nicht machen. Siehst du? Das tut nämlich weh. Siehst du? Sorry. Jetzt ist es sicher. Gut. Nicht so weit weg. Entspann dich. Ich sollte doch die Leute töten, Mädchen. Hey, den Ort kenne ich. Hier ist irgendwo ein Diener, der hat noch jede Menge Geld von mir. Okay, wo bringst du mich hin, du Gute? Hier sind sicherlich wieder überall Wachen irgendwo. Sie durchsuchen den Garten. Kümmere dich um sie. Ach, du heiliges Stückchen. Na gut. So. Eins. Zwei. Drei sitzt hinterm Baum, da komme ich leider nicht ran. Na gut. Dann machen wir einfach nur die beiden. Gar kein Problemski. So, hallo? Ich würde mich jetzt ganz gerne mal ein bisschen schneller drehen. Ich bin kein Mörder. Ich bin ein... Ich helfe einer Dame in Not. Ja, Basim. Das solltest du tun. Genau das habe ich gesagt.
natürlich nicht. Mann, 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 Mann. Aber gut. Die so. Gefahr ist vorbei. Ich bin wieder da. Kommen Sie. Zeigen Sie mir bitte den Weg raus aus diesem Palast. Dann wäre ich sehr glücklich. Ich sehe Wachen. Bleib in der Nähe. Ja. Gut. Bleib in der Nähe. Ich bleib mal in der Nähe. Ich bleib nicht ganz in der Nähe. Wir sind fast frei. Ja, fast. Prima. Ach, komm, was soll's. Diggi, hab was für dich. So, für den habe ich auch noch was. Hä? Was ist denn dein Problem jetzt? Bist du doof? Ja, ne? Dachte ich mir schon. Krüger kämpfen. Der Weg ist frei. So. Okay, und da ist ein Tor. Raus aus dem Palast, wie es aussieht. Wunderbar. Dann haben wir es ja gleich. Schön. Unfassbar, dass ich frei bin. Wie kann ich das je wieder gut machen? Indem du mir ein letztes Buch schenkst. Ja, gut. Das war das. Hatte jetzt aber irgendwie nicht... Halt, das Gesicht kenne ich. Nicht so... Also hatte jetzt irgendwie nicht so sehr das mit sich gebracht, was ich mir eigentlich gewünscht hatte. So, dass wir das letzte Buch irgendwie finden oder so. Schade. Ich muss die loswerden. Ich habe mich jetzt nochmal schlau gemacht, weil mich das mit dem Buch doch nicht losgelassen hat. Und habe herausgefunden, wo es sein soll. Und es ist tatsächlich so, dieses Buch wird einem nicht angezeigt. Und deswegen haben wir es natürlich auch nicht gefunden. Und es befindet sich in der Wildnis, in dem Gebiet, wo wir auch eine historische Stätte hatten. Nämlich, ich zeige es euch einmal auf der Karte, hier hinten. Geh weg. Wildnis, geh bitte weg. Ah, Infos ausblenden. Warum nicht einfach so? Und zwar hier in dieser Ruine. So, wir markieren uns das mal, machen das mal weg. Das hatte ich einfach so gesetzt. In dieser Ruine soll es einen brüchigen Boden geben. Und wenn man den aufsprengt, findet man dort das Buch. Und wie gesagt, das wird einem nicht auf der Karte angezeigt, deswegen übersieht man das. Und ich habe immer gewurmt, also warum halte Ausschau nach einem letzten Buch? Wieso denn? Wann denn? Wo soll das denn da sein? Dachte ich mir die ganze Zeit. Und deswegen habe ich dann Google gefragt und habe es auch gefunden. Jalla, Gott sei Dank. Das wäre ja noch schöner. Ja. Und der Vollständigkeit halber holen wir uns das jetzt nochmal. Hier ist besagte Ruine. So, vielen Dank fürs Tragen, liebes Kamel. Du bist ein gutes Kamel. Und hier haben wir auch schon unsere Feuerfässer. Und da ist der brüchige Boden. So, hier war nämlich direkt... Im Endeffekt, man wird eigentlich schon draufgestoßen, ne? Also hier war... Die historische Stätte. Hier ist was zum Lesen. Das ist schön, das lese ich jetzt nicht. Die Frage ist, wo habe ich denn hier meine Fässer, die ich werfen kann? Da oben sind die Fässer, die ich werfen kann. Also die feurigen Tontöpfe, nenne ich sie jetzt mal. Und sogar noch eine Truhe. Ja, wunderbar. Was haben wir hier? Tagebuch eines Sternenkundlers. Als ich Al-Majisti durchging, verglich ich die Äquinoktialstunden, die über die Jahre aufgezeichnet wurden, mit meinen eigenen Beobachtungen des sich drehenden Himmels. Die Berechnungen stimmen überein. Bei der Suche nach einem neuen Aussichtspunkt stolperte ich über alte Ruinen und fand ein seltsames Buch, das an Leder gebunden und mit Metallschnallen versehen war.
Es scheint sich um Himmelbeobachtungen zu handeln, doch als ich es lesen wollte, stieg eine Dunkelheit herab. Aha. Okay. Hätten wir das vorher schon gelesen, ich weiß nicht, ob ich in dem Moment drauf gekommen wäre, dass damit ein verlorenes Buch gemeint gewesen wäre, eventuell. Nein, das war nicht, was ich wollte. Versuchen wir es nochmal. Nee. Hä? Warte mal. Ich meine, ich komme mit dem Ding ja hier nicht irgendwie runter. Aber ich komme mit dem Ding natürlich hier rüber. Okay. Ist also nicht ganz so leicht gemacht, sage ich mal. Auch wenn es natürlich trotzdem noch leicht ist. Nun gut. So. Von hier dürfte das alles jetzt ja gar kein Problem mehr sein. Das Spiel macht es einem nicht leicht. Und ich schwöre, ich habe an der Kante vorbeigeworfen. Also, ne? Habt ihr alle gesehen? Habe ich gemacht. Mann, ey. Kann ich hier nicht einfach runterhüpfen? Gar nicht. Hier drauf und da runter. Gut. Machen wir es so. Vielen herzlichen. Okay. Es hat wirklich geschrien. Und da hätten wir das Buch dann gefunden. Da bist du ja. Buch der Toten. Bringe das seltsame Buch zu El-Jahis. Was steht hier drauf? Sie kommen. Einst herrschten sie. Bald werden sie wieder herrschen. Sie warten nur auf den richtigen Moment. Sie wandeln ungesehen in der Dunkelheit, zwischen den Lichtern. Sie kommen. Die Stimmen, sie kratzen an der Rückseite meiner Augen. Sie stören, verdrehen und vertreiben meine Gedanken. Ich kann nichts sehen, außer ihrer düsteren Worte. Sie wandeln ungesehen. Ungesehen. Jok, Soto, Otot, Sotot, Totot, Jok, Jok, was auch immer. Okay. Wunderbar. Wir haben das Buch der Toten gefunden. Und, das bringen wir jetzt einmal ganz schnell weg. Das möchte ich nicht länger als unbedingt nötig mit mir rumtragen, wenn ich ehrlich bin. Also bringen wir das schnell zum Haus der Weisheit. Und dann haben wir offiziell fertig. So, den letzten Auftrag haben wir gemacht. Warum auch immer man den jetzt noch bekommen hat, ich weiß es nicht. Wahrscheinlich, weil es so schön war, in den Kalifenpalast einzudringen, dass man sich dachte, komm, das dürfen die nochmal machen. Also, weiß ich nicht. Ach ja, richtig. Ich erinnere mich, aus diesem Wagen darf man nicht in diese Richtung runter, also raus. Das macht der nämlich nicht mit. Total bescheuert. So. Die Schotta beobachtet mich auf Schritt und Tritt. Wenn sie nur jemand ablenken würde. Machen wir einmal das. Dann werden wir auf jeden Fall von nichts und niemandem hier verfolgt. Und gehen hier einmal ganz schnell zu unserem guten Freund und geben ihm das letzte Buch. Ich bin gespannt, ob da noch irgendwas passiert mit dem. Also ich glaube eigentlich fast nicht. Schauen wir mal. Guten Hallo. Hast du etwas für mich? Ich fand dieses seltsame Buch. Ist das etwas für dich? Oh, ho, ho, ho. Weißt du, was das ist? Es hat viele Namen. Ich kenne es als Buch der Toten. Es bedeutet den Tod für einen jeden, der es liest. Zumindest, wenn man den Geschichten glaubt. Ich tue das nicht. Aber es bleibt in meinem Schrank, wo es keinen Schaden anrichten kann, zur Sicherheit. Ja, sicher ist sicher. So, fertig. Das ist doch schön. Dann haben wir jetzt offiziell alles bekommen, alle Bücher abgegeben und damit bleibt mir eigentlich nur noch zu sagen, so, wir stellen Basim dafür einmal ganz hübsch hin, so, da, dann bleibt mir nur noch zu sagen, vielen Dank fürs Zusehen bei diesem Let's Play und
Ja, ich freue mich darauf, wenn wir uns bei einem anderen Spiel dann wiedersehen. In diesem Sinne, habt einen wunderschönen Tag und ja, bis zum nächsten Mal. Tschüss.